bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Heißt es erstmal Costa Rica verlassen. Ja, war schon wieder ein kleines Verkehrschaos, hier überhaupt an diesen Grenzschalter zu kommen, wo wir jetzt stehen. Ich hoffe, wir stehen richtig, um Costa Rica zu verlassen, weil verlassen ist immer ganz wichtig. Wir haben schon total viele Horrorgeschichten gehört, dass Monate später auffällt, dass man nicht richtig aus dem Land ausgereist ist. Es würde einen nämlich tatsächlich niemand aufhalten, wenn man einfach diese Straße hier weiter runterfahren würde, um nach Panama reinzufahren. Es ist auch nicht so, dass man hier reinfahren würde und dann wäre da so ein Schlagbaum, sondern man muss sich das immer alles selber suchen. Es gibt dann nette Grenzhelfer, die winken schon eifrig und brüllen hey, hey, hey. Und ja, die einfach ignorieren und versuchen das irgendwie selber zu schaffen. Pässe, Impfzertifikate, Aduanas, was auch immer sie eventuell sehen wollten, haben wir in unserem kleinen Ordner und mit dem marschieren wir jetzt los.
Also diese Mall hat mich jetzt nicht so abgeholt. Mit ihrer Lautstärke, aber wir sprechen einfach ein bisschen lauter und wir haben uns jetzt erstmal eine Versicherung kaufen müssen. Wir müssen noch 25 Minuten auf den Doktor warten, niemand weiß ja genau warum und was er eigentlich von uns will. Aber man geht quasi erstmal los, holt sich die Versicherung und danach kommt alle weitere Stempeln, Pass und Doktor, weiß der Fuchs was. Die Versicherung ist aber quasi nichts wert, das ist einfach nur ein Stück Papier. Das ist einfach nur nochmal ein bisschen Geldmacherei, 25 Dollar für einen Monat. Aber wir schauen mal, was bei rumkommt. Er wird immer lauter, also muss ich auch immer lauter werden. Und jetzt gehen wir einfach mal zurück Richtung Auto und mal gucken mal nach dem Doktor. Und hier seht ihr den angekündigten Grenzhelfer. Irgendwie hatten wir das Gefühl, das geht dann so doch schneller und naja, man kann sich ja sonst nichts. Die ersten Meter in Panama. Es regnet immer noch, schon wieder, man kann es heute nicht so genau sagen. Es sollte auf jeden Fall bis spät in die Nacht nicht aufhören. Wir sind in Panama, erfolgreich eingereist. Wir mussten erstmal was essen, weil ich habe heute Morgen nur Labre Toast zum Frühstück und das hat ungefähr einen Nährwert von einem Liter Luft oder so. Ausreise war super simpel aus Costa Rica. Das ging wirklich schnell und war auch halbwegs gut also, nachzuvollziehen. Entschuldigung, wenn ich dir ins Wort falle, aber man muss aufpassen, dass man nicht einfach so ausreist. Ja. Ausreise ist insofern wirklich sehr simpel, als dass man einfach durchfahren könnte. Man muss also irgendwann mal auf linker Hand schauen, dass man das Gebäude findet, in welches man muss. Aber wenn man es dann gefunden hat, dann geht es relativ einfach. Man kriegt seinen Ausreisestempel und dann geht man mit seinen Autopapieren in das nächste Büro, das Aduana-Büro. Da wird das Ganze dann nochmal unterzeichnet. Man bekommt ja einen anderen Wisch, der kontrolliert nochmal das Kennzeichen. Und das Papier, was du da zurückbekommst, ne? Das ist richtig wichtig. Das darfst du niemals verlieren. Wenn du wieder durch Costa Rica zurück willst, wenn du sagst, du fährst durch bis Argentinien und lässt von da zurück zu verschiffen, keine Ahnung, schmeiß weg. Ruhig wird es für Panama noch behalten. Immer aufheben. Aber wenn du vorhast, umzudrehen und wieder nach Costa Rica reinzufahren, ist dieser Zettel deine Eintrittskarte.
Ja, Einreise Panama eigentlich auch super simpel. Es ist eine kostenfreie Grenze, das ist immer cool. Also du musst nicht zahlen für deinen Stempelpass, du musst nicht zahlen für die Einfuhrerlaubnis des Autos. Das ist super. Du zahlst klar natürlich für die Versicherung. In unserem Fall hat das jetzt $25 gekostet für einen Monat. Die Aduana, die Einfuhrbestätigung, haben wir auch nur für einen Monat bekommen. Das macht halt irgendwie keinen Sinn, weil wir dürfen 90 Tage bleiben. Er hat gefragt, wie lange wir bleiben wollen. Automatisch würdest du mal 30 kriegen. Du kannst wohl bis zu einem halben Jahr kriegen, ohne dass du Visum brauchst. Die Aduana passen sie aber nicht an. Ja. Der Stempel besagt halbes Jahr. Da man dem Grenzbeamten aber sagt, wie lange man bleiben möchte, trägt der das ins System ein. Was da jetzt wie dran ist und ob das wirklich so stimmt, wissen wir nicht, hat uns nur der Grenzhelfer gesagt. Ja, aber 90 Tage kann man wohl schon ohne Probleme kriegen. Und wir glauben auch, dass wir sie haben. Aber wie gesagt, wir müssen die Aduana eh nochmal verlängern. Das heißt, wir müssen eh zum Zoll. Da kann man vielleicht auch irgendwo fragen. Da gibt es ja meistens noch so ein Passbüro, weil wir die dann nochmal verlängern müssen. Man kriegt die für einen Monat und wenn man sie dann verlängern lässt, dann kann man sie aber auch für 6 Monate. Also dann verlängern die gleich noch 6 Monate, wenn man das möchte. Das macht keinen Sinn, aber es ist auch egal. Sie ist kostenfrei, da musstest du noch was bezahlen für die Desinfektion. $6 für die Fumigation. Vorab, wenn man an diese Grenze fährt, holt man sich als allererstes die Versicherung fürs Auto. Genau. Da muss man quasi ins Land gehen, dann ist auf linker Hand schräg diagonal über den Platz ein Versicherungsbüro und Copyshop. Dort kann man sie erstehen für $25, dann geht man wieder zurück, muss dann zum Doktor, wo man die Kopien seiner Impfung hingibt. Ja, weil im Moment gilt, entweder zweifach geimpft mit einem anerkannten Impfstoff, das ist auch das, womit in Europa geimpft wird, oder ein negativer Test. 72 Stunden, wenn es ein PCR-Test ist, 24 Stunden, wenn es ein Antigen-Test ist. Der Arzt macht Mittagspause auf jeden Fall. Vermutlich von 11 Uhr bis 12 Uhr oder so, oder 11:30 bis... Egal, er macht Mittagspause bis um 12. Danach arbeitet er wieder, er nimmt die Zettel, tackert sie zusammen und man kriegt sie zurück. Ich glaube, er hat sie nicht angeschaut. Man bekommt seine Zettel zurück, man geht danach zum Stempel-Officer und erklärt, man möchte 90 Tage haben, kriegt seinen Stempel und geht dann im Normalfall zur Aduana. Man kann es vielleicht auch schon vormachen. Unser Grenzhelfer ist schon hingegangen und hat das gemacht, dass die gute Frau da schon angefangen hat zu arbeiten. Hat uns ein bisschen Zeit erspart. Wenn die das alles ins System eingehämmert hat, dann gibt es die Fahrzeugkontrolle durch die Officers da. Offizielle in weißen Polohemden. Und je nachdem, wie sehr man gemocht wird, kontrollieren sie das Auto. Und mit gemocht meine ich gemocht. Also man muss da auf jeden Fall die Tür öffnen. Die muss man, glaube ich, immer öffnen. Einfach bei der Kameras. Es soll also so aussehen, als würden sie arbeiten und sich das wirklich angucken. Er hat mich dann in eine Schublade, er ist nicht mal reingegangen, er hat mich direkt die Schublade am Eingang aufmachen lassen, wollte wissen, ob wir irgendwelches Food haben. Ich habe ihm dann eine Packung Kaffee gezeigt und habe die frischen Früchte einfach nicht erwähnt. Welche frischen Früchte? War ihm auch egal. Der Grenzhelfer hat dann noch ein Foto mit unserem Auto gemacht und dann sind wir durch die Fumigation gefahren. Und ab auf dem Highway. Sind wir in David und zeigen euch gleich nochmal, wo wir hier stehen. Das wird wahrscheinlich auch unser erster Stellplatz, aber ist nicht mehr ganz so romantisch, wie dieses Video angefangen hat. Wir würden uns aber jetzt auch aus dem Video verabschieden. Teilen ganz bald schöne Eindrücke, hoffentlich aus Panama. Genau. Bis dahin hoffen wir, dass euch das gefallen hat. Weiterbringt. Abonnieren. Abonnieren, Däumchen, Glöckchen, Kommentare. Und bei Fragen. Fragen. Wir können euch auch die Nummer von einem guten Grenzhelfer geben. Stimmt, die haben wir auch, weil wir wieder zurück wollen. In diesem Sinne, gehabt euch wohl. Peace out.